Jo Leute, wir sind jetzt gerade kurz bevor auf dem Weg zum Dänemark-Urlaub. Und zwar ist es jetzt genau 0 Uhr und in einer Stunde fahren wir los nach Dänemark. Natürlich werden wir das für euch kommentieren und bleibt dran. Wir sind jetzt erstmal im Auto und sind jetzt auf dem Weg nach Dänemark. Und voraussichtlich fahren wir jetzt 10 Stunden ungefähr. Jo Leute, wir machen jetzt eine Challenge und zwar sind wir hier erstmal am Rasthof und die Challenge beginnt, sobald wir ins Auto eingestiegen sind. Und zwar, wer am längsten im Auto drinnen bleiben kann. Und wer am längsten drinnen bleiben kann, bekommt 100 Euro. Also Finlay, wenn du gewinnst, kriegst du 100 Euro. Und wenn ich gewinne, gibst du mir 100 Euro. Nein, dann ist das geklärt, okay? Das war's schon. Und wir fangen jetzt gleich im Auto an. Wir sind jetzt hier auf dem Rasthof und es ist 9.42 Uhr und mit dir meine ich meinen Cousin Finlay und mich natürlich. Unsere Oma und Opa, die sind hier Essen holen und zu trinken und sind auch erstmal auf Toilette. Und wir sind immer noch auf dem Rasthof. Unsere Challenge geht weiter. Wir dürfen das Auto nicht verlassen. Und Josef, Fenster ist auf, aber wir sind immer noch im Auto. Jo Leute, wir sind jetzt seit 4 Stunden nicht mehr im außerhalb vom Auto gewesen, so, und jetzt sind wir auch schon im Elbtunnel und mal schauen, wieso wir es noch schaffen. Jo Leute, wir sind ja seit 7 Stunden nicht außerhalb des Autos gewesen und haben aber dafür manchmal Fenster auf und so, aus so einem Gedöns halt, sind jetzt hier kurz vor der Grenze Dänemark und Deutschland und denken nicht, dass wir kontrolliert werden, aber wir werden es sehen. Gut, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, Leute, wir werden jetzt einfach doch kontrolliert, warum auch nicht, und ja. Jo Leute, also wir sind jetzt hier auf dem Rasthof und zwar mein Cousin Finlay, der schläft hier gerade und mal sehen, wer als erstes das Auto verlässt. Hier, der Rasthof leer und mal gucken, wer als erstes das Auto verlässt und schreibt unten in die Kommentare, ob Finlay oder ich gewinnt oder gewinnen. Ja, ich brauche deutsche Nachhilfe. Perfekt. Ja, wir sind jetzt gleich ungefähr in 5 Minuten bei dem Haus und wir waren immer noch nicht ausgestiegen. Also mal sehen, wie als erstes aussteigt. So, wir sind jetzt da und jetzt steigen wir aus. Oh, da steigt als erstes aus, Finlay. Soll ich aussteigen? Kriegst du dann 100 Euro? So, also ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt hier draußen. Finlay? Ja? Deine 100 Euro von der Challenge. Also, ja, bitteschön. Leute, wir sind jetzt hier gerade am Strand in Dänemark und ihr werdet nicht glauben, was hier für diese Wellen sind. Jo Leute, das war's auch schon wieder von dem Video. Und zwar hier seht ihr das nächste Video. Und hier unten in der Ecke könnt ihr den Kanal abonnieren. Und das macht ihr bitte, weil es geht weiter mit dem Vlog von Dänemark.